Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn drei Tore aus den letzten drei Spielen sprechen für sich. Jetzt erleben wir es live bei EA Sports. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Klingt nach einer unheimlich spannenden Partie, Buschi. Die Gäste konnten das erste Spiel für sich entscheiden. Ganz klar, an diesem zweiten Spieltag soll es jetzt auch so weitergehen. Zweiter Spieltag also in der UEFA Champions League. Buschi, man merkt es an der Atmosphäre, es zählt wirklich jedes Spiel. Ein Wettbewerb, in dem du dich nie ausruhen darfst. Es gibt keine leichten Spiele. Du bist zu jeder Sekunde, zu jeder Minute in jedem Spiel gefordert. Und so wird Red Bull Salzburg in diese Partie gehen. Wir wissen, dass sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf ihren Gegner heute wieder? Glaube ich schon. Das können sie einfach am besten. Und da hat es jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Sie wählen das 3-5-2, Buschi. Ungewöhnliche Taktik, sagen manche. Ich bin gespannt, wer da welche Rolle spielen soll. Ist eine sehr offene Taktik, sehr flexibel, sehr variabel, so wie das im modernen Fußball ist. Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Super Tackling. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Klar, gibt Einwurf. Schön vorbeigekommen. Da fangen sie den Pass ab. Klasse Vorstoß. Damit jetzt ist er durch. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie er den noch gehalten hat, aus der Entfernung. Großartig. Jetzt der Eckball. Ballgewinn, gefährliche Position. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Super Einsatz vom Torhüter. Ja, da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht. Und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Die Ecke kommt rein. Damit lässt er sich natürlich nicht überwinden. Hat ihn.
lässt sich den Ball nicht abnehmen. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Mit dem Dreierpack im letzten Spiel, da hat er seine starke Form eindrucksvoll unterstrichen. Auf ihn müssen sie aufpassen. Jetzt haben sie den Ball wieder. Gutes Pressing jetzt. Ja, da ist Platz jetzt. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. So, den hat er. Aber die Szene zuvor, die würde ich mir gerne nochmal ansehen. Ja, das war eine klasse Parade. Da musste er alles auspacken, was er drauf hat. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Er schießt. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und da ist der Ball wieder weg. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Gefährliche Szene. Klasse gehalten. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Zieht einfach mal ab. Der passt ganz genau. Pfosten und dann ins Tor. Enge Szene. Ball am Pfosten, aber wir sehen es. Er dreht sich noch hinter die Linie. So ist es manchmal. Eine Millimeterentscheidung. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Da ist die Chance. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Glück oder Können? Auf jeden Fall geht der Ball an den Innenpfosten und dann rein. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Den Ball holt er sich.
Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ball ist erstmal weg. Sie machen zu. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Jetzt wird's gefährlich. Die Chance hier. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Der Dreierpack, da kommt das Tor nochmal. Auch da ist wieder schön zu sehen, die Abwehr hat keine Chance, ist machtlos. Also das ist heute ein absoluter Glanztag. Klare Sache hier, das 4-0 ist schon deutlich. Heute springt der Funke nicht von der Mannschaft auf die Fans über, Buschi, hör mal. Nee, ganz im Gegenteil. Durch die Leistung ist jegliche Euphorie hier im Stadion verflogen. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Gute Aktion jetzt. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Und jetzt haben sie den Ball. Und damit ist der Ball weg. Zu lang, kein Problem für den Torhüter. Einfacher Ball hier für den Torwart. Frühe Stören jetzt. Vorne der Ballgewinn. Jetzt ist er durch. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Der Abschluss nicht platziert genug, das ist dann kein Problem. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Das frühe Stören jetzt. Ball im Seitenhaus gibt jetzt natürlich Einwurf. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Jetzt der Vorstoß. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Den Freistoß setzt er in die Mauer. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Gute Chance.
In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Jetzt ist die Kugel weg. Unaufhaltsam. Angriff erstmal gestoppt, aber ich glaube, das gibt Gelb. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Adams. Gute Aktion. Das könnte vielleicht was werden. Sie suchen die Lücke. Gute Aktion vom Torhüter. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Muss Einwurf geben. Da ist die Balleroberung. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Also, wenn sie die Chance nicht reinmachen, Buschi, ich kann den Trainer verstehen. Er ist stinksauer. Aber woran hat es gelegen? Ich glaube, der war sich zu sicher. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Da ist er alleine durch. Das ist der Treffer! Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. 45 Minuten sind rum und das Halbzeitergebnis war so ganz sicher nicht vorherzusehen. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Jetzt ist er durch! So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Kommt jetzt die Flanke? Entschlossen geklärt.
Da kann er sich den Ball holen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Es gibt ein Tor im Estadio de la Ceramica. Wir haben hier den zweiten Treffer für Arsenal. Dominik Szoboszlai ist der Torschütze. Hier der Ball in dieser Szene noch abgefälscht und dann, ja, dann war er auch nicht mehr zu halten. Er ist frei, da kann was draus werden. Noch ist die Chance da. Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Da setzt er sich gut durch. Gutes Tackling. Sie holen sich den Ball. Schöner Einsatz. Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Ein guter Block hier. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. So, Ecke kommt. Da ist der Ball erstmal raus. Sie haben den Ball. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gefährlich jetzt. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Da muss er wohl runter. Sieht mir nicht nach einer schwereren Verletzung aus, Buschi. Nee, ich glaube, das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Wir sehen das frühe Pressing. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Abgeblockt. Ja, setzt sich schön durch. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Gefährlich! Macht er ihn! Da ist der Torwart da, gut gemacht. Wir sehen den Wechsel. Ecke kommt. Da konnten sie nichts draus machen. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ecke kommt in den 16er. Das frühe Pressing jetzt. Er muss sich zurückhalten. Er hat schon gelb gesehen.
Er hat schon gelb und jetzt noch so eine Aktion. Das war's also für ihn. Kaum verständlich, da muss er sich mehr zurückhalten. Da schwächt er seine Mannschaft und das wird schwierig jetzt ohne ihn. Kein besonders guter Freistoß. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Gut gemacht, gutes Tackling. Schönes Dribbling hier. Das ist die Chance. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Das Pressing ist da. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Den Ball kann er abfangen. Er bringt den Ball jetzt noch. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Jo, sie spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Geduld bewiesen. Und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig überlegen bist. Schöner Alleingang, den schauen wir uns gerne nochmal an. Niemand kann da was machen. Bleibt am Ball, setzt sich wunderbar durch und dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Sechs-Null. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Gefährliche Szene. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Die Gelegenheit. Jetzt können sie die Überzahl hier nutzen. Und das machen sie gut. Ist ja auch nicht immer so. In so unter Eck geschossen. Torwart ohne Chance. Also wenn der Ball mit so viel Tempo dahin geht, dann ist er immer drin. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Schön dazwischen gegangen. Adams. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Da ist der Ball jetzt weg. Ja, das war abseits.
Etwas zu früh gestartet, Abseits sah gefährlich aus, aber sie machen die Chance selbst zunichte. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Da macht er fast das Tor mit diesem Haber. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Sieht gefährlich aus. Nix mit Tor Nummer 3 für ihn. Trotzdem, das ist eine super Leistung heute. Immer gefährlich. Gibt Einwurf. Ich gebe ab ans Studio, denn es gibt einen Treffer aus dem Estadio della Ceramica. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Arsenal. Youssef En-Nesyri ist der Torschütze. Oh, da ist er durch. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore, eine Weltklasseleistung. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich 2, 3 Fragen gefallen lassen müssen. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Schönes Dribbling hier. Was macht er draus? Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. So langsam wird es gefährlich. Da weicht er der Grätsche aus. Er springt einfach drüber. Ganz stark abgeblockt. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Geht nach innen. Oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Vorne der Ballgewinn. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Er holt sich den Ball. Guter Vorstoß jetzt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück.
Guter Pass jetzt. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Da ist jetzt Platz. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da ist das Tor! Kurz vor Schluss treffen sie ja nochmal. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut, die spielen weiter nach vorne. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Da ist die Chance. Phänomenal! Ohne Worte. Kurz vor Schluss legen sie hier nochmal nach. Ja, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber klar, so eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Ja, da ist Platz jetzt. Die Chance jetzt. Die Szene noch nicht vorbei. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Gut verteidigt. Jetzt können sie vielleicht kontern. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Sie bringen den hohen Ball. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gäste sind also am Ende die Sieger. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie eigentlich nicht in dieser Partie. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Vielen Dank für diese Statements.